Willkommen zu meinem Tutorial über das Damenschießen. World Exclusive auf Deutsch. Alles klar. So, als erstes brauchen wir einen Bogen. Wir haben diesen Koreaner Scheiterbogen. Das ist der Windfighter. Im richtigen Griff. So, ich bin Rechtshändler. Ich halte den Bogen so. Dann lege ich den Pfeil drauf. Und das Wichtigste ist, man muss immer eigentlich das Handgelenk nach außen drücken. Also ich nehme den Pfeil, ziehe und lasse los. Ich nehme den Pfeil, ziehe und lasse los. Also man muss immer ein bisschen nach außen drücken. Das ist das Wichtigste am Reiterbogen schießen. Dann der Pfeil. Also die meisten haben ein Daumensemo, aber das liegt mir nicht so. Ich schieße ohne Semo. Dann hängt man den Daumen. Und normalerweise müsste man auch einen Nockpunkt haben. Dann nimmt man den Daumen, mit dem Zeigefinger verschließt man. Na, ich habe jetzt keinen Nockpunkt, was soll's. Und dann kommt eben das mit dem Rausdrehen. Ich hoffe, man sieht's. So. Hier ist nochmal. Daumen, Zeigefinger drüber. Ja, der ging ein bisschen daneben. Probier es nochmal. Daumen, Zeigefinger drüber. Voilà. Also, das war es eigentlich schon. Das Wichtigste ist immer nach draußen drücken, ziehen und loslassen. Muss immer diese Bewegung geben. Der Pfeil wird nicht links eingefädelt, sondern rechts. Der Vorteil ist, wenn der Bogen rechts ist und man hier mit dem Zeigefinger nach links drückt, dass man den Bogen, dass der Pfeil nie wegfällt. Man kann also im Reiten hat man den Pfeil immer gut im Griff. Jetzt, warum machen die Koreaner das so? Das hat zwei Vorteile. Der Pfeil startet in der Luft. Es gibt hier weniger Reibungsverluste. Und der andere Vorteil ist, man kann mit jedem Bein schießen, weil durch das der Pfeil in der Luft startet und nicht um den Bogen herum muss, spielt das Bein keine Rolle, den man wählt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Yo, check 1012, bugger 3 a day, mash up the place once again, long time flavor, baron in the dish.